Hallo und herzlich willkommen zu diesem Yoga-Quickie. Wenn es morgens schnell gehen soll oder auch du tagsüber einen kleinen Energiekick brauchst. Du startest in einer bequemen sitzenden Position, kreuzbeinig, richtest dich nach oben auf und schließt deine Augen. Atme ein, zweimal tief ein und aus, ganz bewusst. Du öffnest langsam deine Augen, nimmst die linke Hand zum rechten Knie, ziehst den rechten Arm über deinen Kopf und lehnst dich zur Seite. Schieb die rechte Gesäßhälfte nach unten, streck den Arm über deinen Kopf lang. Mit der nächsten Ausatmung löst du dich aus der Haltung und wechselst zur anderen Seite. Die rechte Hand kommt zum linken Knie und der linke Arm zieht in einem großen Bogen über deinen Kopf. Du lehnst dich zur Seite. Mit der nächsten Ausatmung löst du dich aus der Haltung. Machst du dich bereit für eine Drehung zur rechten Seite? Drehst deinen Oberkörper, stellst die rechte Hand hinter dir auf, die linke Hand kommt zum rechten Knie. Bleibe lang aufgerichtet, atme in deinen Brustkorb und in deinen Bauch. Schau gerne über die rechte Schulter nach hinten. Mit deiner nächsten Ausatmung löst du auf, drehst zurück nach vorne. Machst dich bereit zur Drehung auf die andere Seite nach links. Linke Hand stellt hinter dir auf, rechte Hand kommt zum linken Knie. Wenn du magst, mit der Ausatmung über die linke Schulter nach hinten schauen. Mit deiner nächsten Ausatmung drehst du wieder nach vorne. Von hier aus löst du dich in einen Vierfüßlerstand. Stell deine Hände unter die Schultern, die Knie unter deine Hüfte. Dann stellst du hinten deine Zehen auf, dehnst über die Fußsohle. Und dann hebst du deine Knie 1-2 cm von der Matte an. Bewegst sie vor und zurück, dehnst die Fußsohle, bleibst stark in der Körpermitte. Ausatmend löst du die Knie wieder nach unten, Fußspann kommt flach zur Matte, kannst die Füße hinten gerne etwas ausklopfen. Stellst die Bewegung deiner Füße langsam ein, stellst den rechten Fuß hinter dir auf und streckst das rechte Bein. Die rechte Hand drehst du über außen nach hinten, sodass die Fingerspitzen zum Knie zeigen. Saug deinen Bauchnabel ran, starke Körpermitte, starke Schultern. Ausatmend löst das hintere Knie nach unten zur Matte, dreh die rechte Hand wieder nach vorne. Wechsel zur anderen Seite. Der linke Fuß stellt hinten auf, das Bein streckt sich,
Die linke Hand dreht über außen nach hinten und zeigt zum Fuß. Ausatmend löse das hintere Knie wieder zur Matte, drehe die linke Hand wieder nach vorne. Atme einmal tief ein und aus. Setz deine Knie etwas weiter nach hinten und leg dich auf den Bauch ab. Dein Brustkorb ist gehoben, der Blick geht nach unten. Du löst deine Arme nach hinten, Fingerspitzen zu den Füßen, du hebst deine Beine an. Saug den Bauchnabel weg von der Matte, atme in deinen Brustkorb, aktiviere deine komplette Körperrückseite. Ausatmen, nimm die Hände wieder neben die Rippen, leg die Füße hinten wieder ab und presse sie in die Matte hinein. Löse die Arme auf Schulterhöhe zur Seite, stell die Fingerkuppen auf, mach kleine Zelte mit deinen Händen. Mit deiner nächsten Ausatmung führst du die linke Schulter nach unten zur Erde und drehst deinen Kopf nach rechts. Einatmen hebst du dich wieder nach oben an und führst mit der Ausatmung die rechte Schulter nach unten, schaust nach links. Und so wechselst du selbstständig von Seite zu Seite. Dann beendest du langsam deine Bewegungen der Schultern, nimmst die Hände zu einem kleinen Kissen unter deinem Kopf zusammen und legst die Stirn darauf ab. Mit deiner nächsten Einatmung hebst du deinen Kopf. Du beugst deine Knie und ziehst die Fersen zum Gesäß heran. Kannst du hier bleiben? Gerne auch den Kopf wieder nach unten entspannen. Wenn es für dich möglich ist, dann greifst du mit deinen Händen über außen zum Fußspann. Rechte Hand kommt nach hinten und linke Hand kommt nach hinten. Zieh die Fersen zum Gesäß, entspanne den Kopf nach unten. Löse mit der nächsten Ausatmung die Hände von den Füßen, streck die Beine wieder lang aus, mach mit den Händen ein Kissen und leg die Stirn nochmal darauf ab. Einatmend hebst du langsam deinen Kopf nach oben an und stütz dich auf deine Unterarme und Ellenbogen für die Sphinx-Pose Salamba Bhujangasana. Wenn du magst, kannst du dynamisch praktizieren und schiebst die Hände dafür etwas weiter nach vorne zum kurzen Mattenende. Hebst mit der Einatmung die Ellenbogen an. Mit der Ausatmung führst du die Ellenbogen wieder zur Matte. Dann löst du dich langsam aus der Haltung, legst die Hände wieder zu einem kleinen Kissen übereinander und legst die Stirn darauf ab.
Mit der nächsten Einatmung kommst du nach oben hoch in einen Vierfüßler. Stellst die Knie unter die Hüfte. Läufst mit den Armen jetzt lang nach vorne. Streckst deine Wirbelsäule und deinen Oberkörper. Läufst dann zur rechten Seite hinüber. Läufst mit den Händen von der Matte herunter. Lässt den Oberkörper etwas nach unten sinken. Mit der nächsten Einatmung läufst du über die Mitte langsam zur anderen Seite hinüber. Hände laufen nach links und du streckst dich lang. Einatmend kommst du langsam wieder zurück zur Mitte. Und dann laufen die Hände langsam zu dir heran. Du stellst hinten jetzt deine Füße auf und schiebst dein Gesäß nach hinten auf die Fersen. Läufst mit den Händen noch etwas näher und löst dann die Knie von der Matte, schiebst das Gesäß nach hinten. Öffnest deine Oberschenkel und lässt dann deinen Oberkörper zwischen den geöffneten Oberschenkeln nach unten sinken. Einatmend hebst du langsam deinen Kopf an. Du machst dich bereit für eine entspannte stehende Vorwärtsbeuge. Und dafür hebst du dein Gesäß an, du streckst deine Beine, öffnest deine Füße hüftschmal, Knie gebeugt und dann lässt du dich entspannt nach unten aushängen. Wenn du magst, bewegst du deinen Oberkörper und deinen Kopf ganz sanft. Stellst die Bewegungen dann langsam wieder ein, machst dich bereit, auf deine Art und Weise wieder nach unten zum Sitzen zu kommen. Zum Abschluss deiner Yoga-Praxis findest du einen kreuzbeinigen Sitz, enger Schneidersitz, Füße unter den Knien, Oberkörper aufgerichtet. Schließe deine Augen, nimm ein, zwei tiefe Atemzüge. Dann nimmst du die Hände vor deinem Herzen zusammen, schenkst dir einen Moment voller Dankbarkeit für deine Yoga-Praxis. Und dass du so viel Gutes für deinen Körper, deinen Geist und deine Seele getan hast. Einatmend hebst du deinen Kopf an. Namaste.